Alter. Ich bin nicht der Freund von der Bremse, ganz ehrlich. So, können wir kurz auf die Karte gucken. Ja, hier Vancouver ist jetzt links von uns. Ja, zweite Auffahrt vorbei. Ja, ich muss das jetzt hier so angucken, bevor es fährt. Ja, das ist doch aber das Kennzeichen. Das ist doch kein amerikanisches. Ungarn ist das. Oder? Das ist auch Ungarn. Ungern das Haar. Nee, das ist, ja, sieht aber so aus wie ein Haar. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, da stand ein Kopf. Danke. Ach du Kacke. Ich nehme nur am Geld abziehen wieder hier. Es war Das verfolgt kann doch uns. nicht sein, Janik. Was ist denn mit dir falsch schon wieder eigentlich? Der ist gerade voll in so ein Auto rein. Das Auto hat sich überschlagen. Oh Gott. Weißt du doch immer, wo uns der Bulle verfolgt hat und der einfach hinter uns irgendwo in eine Welt reingefahren ist, die es nicht gibt? Ja, Mann, mega. Okay, ich habe gerade 3.100 bezahlt wegen der roten Ampel. Boah, ey, diese Cops, die sind so herrlich, ne? Die können einfach nicht fahren. So, jetzt sind wir hier im Winter. Boah, geil. Die Straße frei, aber außen um uns rum alles Schnee. Wir können ja mal hier in die Außensicht gehen. Ach du Kacke, ey, Die diese Grafik, ne? Außensicht, in die Außensicht. Ja, wir können uns mal den Spiegel angucken, so wie damals beim UK Truck Simulator. Diese ganzen Simulatoren, ja. Also momentan haben wir, wie gesagt, der American Truck Simulator. Und wir haben momentan nur Kalifornien und Nevada und können das Ganze mit Mods noch viel mehr erweitern, das ist aber klar. Ich wollte gerade sagen, demnächst werde ich auch bei American Truck Simulator, was ich eigentlich jetzt vorhatte, sogar heute zu bringen, mal so ein paar Mods zeigen, sage ich mal. Das kommt auch richtig gut bei vielen Leuten an. Hat So nach dem Motto mal so eine ein ganz bisschen gute Offroad Reichweite. fahren oder so in Alaska. Und wie gesagt, SCS-Software da eigentlich direkt angesagt. Direkt mit dem Release soll Arizona noch kommen. Und bisher Ja. kam noch nichts. Das ist Man ein kann bisschen froh sein, dass jetzt schon der Dingsy kam. traurig. Der W900, der Kenworth W900 kam ja beim American Truck Simulator. Zur Info, wir sitzen ja auch in einem Weg, also in einem Kenworth W900 drin. Ja? Ja. Aber der hier ist gemoddet, der in Orlin. Der W900, glaube ich. Der sieht nicht normal aus. Ich überlege gerade, ob wir jetzt hier schon in Dallas waren und den LKW, den wir jetzt hier gerade fahren, den W900, ob wir den in Dallas damals abgeholt hatten. Also Und mit damals dem war es, sind wir. glaube ich, ein orangener Truck. Haben wir Weil ich damals. habe noch so einen weißen mit Orange, den habe ich jetzt gerade einem Fahrer gegeben, der in Dallas steht. Und ich dachte, dass der vielleicht der ist, den wir haben wollten, weil der war schneller und fährt besser. Das ist so ein Freightliner oder so. Ja. Glaube ich. Ich habe gar Also keine Ahnung mehr. wie gesagt, Rollen ist halt einfach ein krasses Spiel. Ein altes Spiel und das war eins unserer ersten Projekte und es läuft immer noch. Aber wir haben keine Ahnung, wir haben einfach derzeit halt immer. Warum haben wir da mit mal so aufgehört, wieder angefangen? Weiß nicht. Weiß zwischendurch, dass da irgendwas mit dem Spiel war. Das war Ja, da irgendwann stimmt. im Arsch. Zwischendurch, da ist glaube ich dein PC abgekackt, da musst du alles nochmal von vorne machen. Genau, da hatten wir alles neu gemacht, deswegen haben wir jetzt Damit. Can und nicht Dan. Und da hast du mega lange gebraucht, dann hatten wir es irgendwann fertig gehabt. Da hatte ich, glaube ich, die letzte Fahrt gemacht nach Ja, beim Super Atlanta. Bowl war das letzte Jahr. Ja. Beim langweiligen Super Bowl. Ja, wo das war, da haben Seattle Seahawks haushoch gewonnen gehabt, glaube Oder ich. ich glaube, die haben mit 30 Punkten Unterschied gewonnen oder so. Ja, aber Ja. egal. Habe ich es damals gemacht und diese anderen Fahrten, die wurden dann, die haben wir dann wieder gemacht dann irgendwann. Ja, jetzt nehmen wir das wieder auf. Und Aber bei American Truck Simulator ja bei der ähnlich letzten geht. Aufnahme, da war ich da auch Wie noch bei sieht's denn dir. weiter vor uns aus? Damals war ich vor deinem Oh. PC. Ja. Aber wie gesagt, Verstanden. ETS 2 ist natürlich, also
Online nicht abgeschlossen. Ich weiß nicht, wie lange du noch vorhattest zu bringen. Ich hatte da letztens. Nee, warte, bei dem ATS-Part, der jetzt, der morgen kommt, also am Montag, einen habe ich nämlich noch. Welcher ist das? Part 7, oder? Part 9? Nee, Part 10. Oh, Part 10, der ist ja. Ja, gut. Hier ist ein Unfall, oder was? Nee, Part 10 ist noch nicht draußen. Ja, ich weiß, der kommt ja Montag. Ach, den musst du erstmal hochladen. Der kommt noch, genau. Da habe ich schon gesagt, dass ich zu ETS 2 auf jeden Fall nochmal ein, zwei Parts bringe, wenn das Frankreich-Update rausgekommen ist, beziehungsweise das Frankreich-DLC. Werde ich mir nochmal holen. Jetzt ein DLC kommt noch für da. Dafür kommt noch ein DLC. Für ETS 2. Ja, Viva la France. Die überarbeiten komplett Frankreich und. Also, mittlerweile ist ja in den Städten ist ja. Also, in ETS 2 ist ja eigentlich nur der Norden Frankreichs und Nordostfrankreich drin, ne? Genau. Also mit Paris, mit Lyon. Aber Paris und Lyon und so, die sollen nochmal überarbeitet werden und dazu sollen eben nochmal mehr Städte kommen. Also sowas wie unten wie Marseille, wie Nizza, wie Bordeaux. Ach du Kacke! Die ganzen Städte, die da unten sind. Ist unser Typ müde oder was? Plötzlich der Bildschirm schwarz, ich sehe nichts mehr. Ganz ehrlich, ey? Der kann nicht schon wieder müde sein. Wir haben gerade erst gepennt. Und wir sind. Also, wie gesagt, die Projekte, das sind alles Langzeitprojekte. Also, ATS wird auf jeden Fall lange laufen. Mit ETS 2 sind wir momentan bei 136 Parts. Was Singleplayer-technisch angeht, ich weiß nicht. Und Multiplayer, da hast du 33 Folgen. Ja. Obwohl die letzten Folgen da auch, das war ja auch mit Kösti und Luca. Ich finde, ihr habt das auch Multiplayer. Nee, das war Singleplayer. Da hatten wir jeder im Singleplayer gezockt und dann gefahren. Ja, ich muss mal gucken. Ich weiß nicht genau, wie ich das am besten vereinen kann, dass ich halt sowohl ETS 2 als auch ATS bringe. Und FIFA kommt ja momentan auch nicht. Aber FIFA wird wahrscheinlich in nächster Zeit erstmal ran. Wegen PS4, oder? Nee, ich hab's immer auf PlayStation, aber ich hab irgendwie gerade. FIFA sei einfach nicht so ein Projekt, was auf unseren Kanal gehört, glaube ich. Ja, irgendwie kommt da, also viele, die es gucken, die mögen das, aber es sind halt nicht so viele Leute. Also wie gesagt, wir haben EA, wir haben damals mit Truck Simulatoren angefangen und das wird auch immer so bleiben. Da kam irgendwann ein NBA dazu und NBA wird auch weitergeführt. Dann haben wir damals mit FIFA 15 Ultimate Team angefangen. War richtig krass, eigentlich hat Bock gemacht, noch zu zweit. Ja. Aber vorwiegend ist ja eigentlich wirklich Formel 1 noch, oder? Ja, Formel 1 nicht mehr so, das 2015 Spiel ist so richtig, ist scheiße. Ja, beziehungsweise GT League oder was ihr da immer alles noch macht. Assetto Corsa. Assetto Corsa, genau. Also so Rennspiele sind eigentlich so ein Augenmerk gewesen für den Kanal damals. Ja, und damals so Flatout kamen da diese Spiele. Und wie gesagt, jetzt mit ATS wieder ein komplett neues Projekt, NBA läuft da. Bei mir war es so, ich hatte da einfach wenig, gar keine Lust gehabt, einfach aufnehmen. Erstens war meine Festplatte komplett voll, weil die ganzen GTL-Folgen, die waren dann mal so 250 GB groß. Die Rohdatei, die habe ich, ich muss mir mal angucken, hatte da nie Bock zu. Jetzt habe ich in 3-4 Tagen 2 Folgen gemacht. Also, ja, das ging wirklich ganz schnell. Wenn man das hier ein bisschen ransetzt, dann geht das auch. Ja. Einfach keine Lust wegen Schule und so. Jetzt habe ich nur noch. Wir haben jetzt Aufnahmetag, was heute der 28. Februar. Dieses Jahr ist ein Schalter, also der 29. Februar, den gibt es auch. Und dann habe ich noch bis zum 18. März richtig Schule. Dann habe ich 2 Wochen Ferien, also Osterferien, dann noch bis zum 7. April, da ist Notenschluss. Und ich glaube, der 12. April ist der letzte richtige Schultag und dann kommen die Abiturklausuren. Abiturprüfung. Was bist du? Alter, mit deinem fetten BMW, Junge. Pass mal auf, ey. Dicker BMW, Alter. Der ist direkt neben mir, fährt einfach rüber. Ich denke mir, ich guck nicht richtig. Boah, was sind denn das für Assis, die hier unterwegs sind, ey? Ach du Scheiße. Direkt wieder als Assi bezeichnen. Ja, was haben wir denn hier? Ein Franzosen oder was? Ich sehe das, ne, den Buchstaben kann man nicht lesen. Ja, soll ich mal hupen? Kann ich auch.
Ich bin jetzt übrigens gerade nach Calgary runtergefahren. Aber wir sind gleich da, ja? Also wir sind auch, ja genau, wir sind gleich da. Die Ampel ist rot. Uiuiui, ui. Dann können wir schon mal nachgucken, was wir als nächstes machen können. Was passiert? Naja, ich bremse so und rase voll dem einen rauf, der schiebt auf den anderen rauf und so weiter. Will der mich verarschen? Alter Schwede, ne? Ampel grün, er bleibt stehen. Ampel rot, er steht immer noch. So, in welchem Bundesstaat bin ich? Des Moines, Iowa. Ja. So, in Idiot, welchem Alter. Mobile Idiot. ist lebt Mobile in Vienna? Mobile ist irgendwo im Süden. Alabama. Mobile ist Alabama. Da ist auch irgendwo im Süden. Ganzen Südstaaten. Boah, ey. Ich freue mich in 3 Jahren, da mache ich einfach mal so einen Roadtrip durch Amerika. Ich bin auch in den Osterferien in Amerika, in Los Angeles. Los Angeles. Ja. Voll der weite Flug. 15 Fliegst du direkt bis Stunden. LA durch oder fliegst du Nee, über erstmal. Minneapolis oder Nee, Boston? wir fliegen von Berlin nach Paris. Von Paris dann direkt durch. Ach so, okay. Ich bin damals von Paris nach Minneapolis und von Minneapolis mit so einem Mini-Flugzeug noch ein Stündchen bis nach Sioux Falls, Wo Alter. war Nashville nochmal? Tennessee, war? Ja. Ja. Da wird Tennessee geschrieben mit Doppel-N, mit Doppel-S, mit Doppel-E. Ja, Ist auch alles so. doppelt. Alles Mit doppelt. Doppel-N, dann Das E, ist dann TE und dann Doppel-S. alles doppelt. Ja, TE, dann Doppel-N, dann E, dann Doppel-S, dann Doppel-E. Ja, so ungefähr. Das ist ein Scheiß. Alter Schwede, das Bremsen, das ist echt Hölle. Hölle. Willkommen in Calgary. Danke. Ja. Oh ja, jetzt fängt sie erstmal an zu schneien, ey. Finde, dass wir erstmal nach unserer Liste erstmal unsere ganzen Weststädte abklappern und also außer Los Angeles am Ende und dann uns dann wieder später mit den Oststaaten, denn dass wir dann von einer Stadt dann direkt Ja, dass wir da rüberziehen, das ist eine in den gute Idee. Osten gehen, dann Richtung Süden, Richtung Orlando, dann Richtung Miami und dann von Miami nach Los Angeles rüber. Dann sind wir durch. Jetzt können wir auf jeden Fall das Häkchen bei Calgary setzen. Das ist schon mal sehr gut. Ich mach das jetzt schon mal direkt hier. Okay, Kannst du lass. sogar auch, wenn du jetzt Excel hast, da musst du nur so eine bestimmte Schriftart benutzen. Ich kenne da den Ich Namen habe gerade nicht. so eine Word-Datei gemacht. Da machst du nämlich nur ein, ja, kannst du bei Word auch machen. Benutzt ein Calgary A ist und dann macht mir. er automatisch ein Häkchen hinter. Einfach Oh komm, Junge, rausgestrichen. es ist doch grün, jetzt gib Gas. Danke. So, da vorne, wir sind fast da. Was macht denn das Wetter davor? Ach, das Wetter ist die ganze Zeit geil hier. Mann, diese Kackpolizei, ne, immer nur am Rummeckern wegen der Geschwindigkeit. Ja, sowas wie, dann können wir uns denn später, denke ich mal, so eine Route so machen. Phoenix, dann Roswell und San Antonio, das sind so wie, das ist so Texas und El Paso dazu noch, das ist Texas, Arizona und New Mexico, das ist so eine Ecke da unten. Ich wollte gerade sagen, da unten sind Dann einige könnte Gebiete. man so Kalifornien in die, hier Reno und Santa Cruz plus Las Vegas machen, mit Nevada haben wir das auch durch. Das könnte man als eine Route machen und dann würde eigentlich nur noch Salt Lake City übrig bleiben mit Utah und Winnipeg mit Kanada. Also ich wäre dafür, dass wir vielleicht von Cheyenne ist auch noch übrig. Vielleicht jetzt von Calgary nach Cheyenne, wenn das möglich ist. Dann von Cheyenne vielleicht nach Kalifornien oder nach Las Vegas, Nevada in die Richtung. Dann von Kalifornien Richtung hier Phoenix, Arizona, dann Roswell, Mexiko, dann El Paso, dann San Antonio. Und dann wäre eigentlich alles dann von da nach Salt Lake City und von Salt Lake City nach Winnipeg und dann Winnipeg in den Osten rüber. Dann sind wir da durch.
Das hört sich doch gut an. Also kann ich ja mal das zuerst Ich will das machen. Angebot nicht angucken, ich will gucken, wo ich parken muss. Hä? Der erste. Ach du Heiliger. Von Wyoming nach. Da legst du direkt auf den Weg. Da machen wir Salt Lake City danach. Und dann du von Salt ahnst Lake es nicht, City. ich muss jetzt einparken. Dann nach Nevada, nach Las Vegas. Dann machen wir. Reno mit. Santa Cruz. An. Ach du Scheiße! Ey, wenn noch einmal jemand Roosevelt. auf die Idee kommt zu sagen, das Einparksystem bei ETS2 oder ATS sei scheiße, ey. Der hat noch nie Holland gespielt. Nee. So, und dann einfach noch, und dann noch Winnipeg, genau. Und dann ab in den Osten rüber. Es geht nicht, ey. Ich komm nicht drauf klar, Mann. Wenn ich wenigstens wüsste, wo ich hin muss, aber man kann mit der Maus hier nicht ordentlich. Gibt's hier nicht so eine Freiflug? Wow, die Kamera, die ist super, echt, ey. Da kann ich hier so aus dem Fenster gucken? Nee, ne? Ach, ich weiß, woran das liegt. Hier einfach mal die Karte ausmachen. Ja, jetzt komm auf die Idee, dass du müde bist. Also, Was bist du denn für ein dann haben wir jetzt noch Nappel? 10 Städte abzuklappern im Westen. Weißt du, was das Tolle bei Und die Holland ist, was anderen. mir gerade so auffällt? Man hat gar keine Begrenzung, wann der Auftrag ankommen muss. Hauptsache, er kommt an. Glaube ich auch. So war das damals so. Oh, fast geschafft, Mann. Ja, das sieht gut aus. Langsam macht der Anhänger das, was er soll. Na? Langsam macht er es. Ja, Mann! Einparken, King. Schadensstrafe 1 Dollar. Schade. 5.896 bekommen, also 1% Schaden ungefähr. Oder ein halber. Aber das geht doch. Auf jeden Fall ganz nice. Ja, ich guck nur mal ganz kurz in den Frachtmarkt. Wo wolltest du nächste Mal hin? Nach Wyoming, nach Cheyenne. Cheyenne, ja, hier mit dem Silo oder so, also auf jeden Fall kommen wir direkt von hier oder mit Mechanikteilen. Cheyenne, Ah, fit. den Auftrag kannst du doch schon mal annehmen und dann einfach speichern. Ja, fahren wir hier so ein Silo 4800, die Mechanikteile bringen genau das gleiche. Speichere das mal ab hier als Word-Datei. Boah, Cheyenne ist ganz schön weit, Oh, ne? fallen. Ja gut, liebe Freunde, wir gucken uns hier den Truck mal von vorne an. Das geht gar nicht. Guckt euch an, diese Kameraperspektiven, du. Diese Grafik. Ja, genau. Also, das war's für diese Folge. Ich weiß gar Ich nicht, wie denke lange wir jetzt mal bald aufgenommen haben. wiedersehen. Ja, egal, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ja. Bis dahin, haut da rein, habt da Spaß. Tschüss. Ciao, ciao.